Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Der neue Holster Grape Mint ist raus und ich als riesen Grape Mint Fan, auch genau Holster Grape Mint Fan, muss natürlich wissen, wie ist das Ding im Vergleich zum alten? Wie ist das Ding generell? Ist das ein geiler Tabak geworden? Leute, Intro und wir hüpfen direkt rein, wir müssen über diesen Tabak reden. Ganz wichtig. So Leute, da bin ich wieder mit dem neuen Holster Grape Mint. Und bei dem Tabak müssen wir auf jeden Fall ein bisschen anders anfangen. Das wird jetzt kein klassisches Review. Ich muss euch eine kurze Backstory erzählen. So, alle warten auf den Holster, jeder hat sich sein Döschen bestellt, so aus meinem Freundeskreis, viele haben ihn geordert. Matze ruft mich an, Digga, ich hab ihn da, willst du testen? Ich so, safe, sofort, komm vorbei, gib mir das Ding, ich muss den probieren. Gesagt, getan, Matze ist vorbeigekommen, hat mir ein Döschen gebracht. 2 Tage, das halbe Döschen ist leer. Ich habe gerade mein letztes Köpfchen von meiner halben Dose neuer Grape Mint an. Und danach war es das auch, dann muss ich mir ein neues holen. Aber Matze bringt den Tabak vorbei, ich baue mir das erste Köpfchen, ich fange an zu rauchen und denke mir nur so, fuck, das ist nicht mehr Grape Mint. So, das ist jetzt einfach was anderes. Ne? So, das ist nicht derselbe Tabak. Erstmal relativ enttäuscht gewesen, es ist nicht mehr derselbe wie vorher, es ist schon was anderes. Ich musste darüber reden. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich durch die ganzen Shisha-Events und durch das Bloggen und so, habe ich mittlerweile halt die Nummer von Nino, konnte einfach anrufen, habe Nino gesagt, so hier Digga, es ist ja ein saugeiler Tabak geworden, aber es ist nicht mehr Grape Mint so, es ist halt was anderes. Dann hat der Nino halt erzählt, es war halt super schwer für die das hinzubekommen, dass sie jetzt irgendwie den neuen Holster Grape Mint möglichst nah an den alten bringen, aber sie dürfen natürlich keine Minze mehr benutzen. Das ist natürlich ziemlich hart, weil so ein Traubenminze erlebt natürlich von der Minze. Die Minze macht viel vom Geschmack aus und die Minze verändert auch den Geschmack von der Traube natürlich ein bisschen. Ihr kennt das bestimmt, nämlich 2 Sorten und auf einmal kommen da ganz andere Nuancen raus, ne? Die Summe ist immer mehr als, das Ergebnis ist immer mehr als die Summe seiner Teile oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Long story short, der Nino hat mir halt erzählt, er wollte so nah ran, wie es geht. Besser geht's nicht, ohne Minze zu benutzen und Minze darf man eben nicht mehr benutzen. Ist okay, kann ich verstehen. Dann hat der Nino aber noch was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar hat er gesagt, misch doch einfach nochmal ein bisschen Minze dazu. Ich habe noch einen sehr nice Minztabak daheim. Habe ich eben mit reingemischt, so ungefähr 30%. Und siehe da, er ist wieder viel, viel näher an dem alten, als er jetzt ist. Das heißt, mit Minze kriegt man ihn mehr in die Richtung von dem alten. Es ist halt eine andere Minze, die ich da habe. Es ist natürlich nicht genau die Minze, die Holster für den Grape Mint früher benutzt hat. Deswegen war es immer noch leicht unterschiedlich. Und auch die Traube hat noch leicht anders gewirkt. Wobei man da halt wieder sagen könnte, okay, vielleicht wirkt sich diese Minze einfach anders auf den Traube aus, als es die Minze von Holster früher gemacht hat. Es ist auf jeden Fall näher rangekommen. So, also, ist der neue Holster Traube Minze so wie der alte? Auf keinen Fall. Anderes Szenario. Hätte der Nino mir einfach eine Dose von dem neuen Grape Mint geschickt und gesagt, hier Digga, ich habe da noch eine schwarze Traube, probier die mal, wie findest du die? Hätte ich gesagt, ist ein geiler Tabak geworden. Ich blende euch zwischendrin noch Schnitt und Feuchtigkeit jetzt mal ein, also im Kopfbau. Und da seht ihr schon, Schnitt und Feuchtigkeit. Sehr, sehr geil. Ne? Ist gewohnte Holsterqualität, Grundtabak 1A, Feuchtigkeit 1A, Schnitt absolut top, minimale, winzig kleine Ästchen ab und zu, aber top. Also viel besser geht's halt einfach nicht. Ne? Das Ganze gebaut in der Hooker John und Somo Harmony Bowl im Purple Colorway und rauche ich gerade auf meiner Noble One. Also es ist irgendwie einfach ein sehr, sehr schweres Thema und ihr werdet es auch schon merken, ich tue mir sehr, sehr schwer, das irgendwie anständig zu bewerten, weil natürlich habe ich irgendwie den alten Tabak erwartet, habe jetzt einen anderen Tabak bekommen, obwohl er gleich heißt, aber der neue Tabak ist eigentlich auch super geil und vor allem mit noch ein bisschen Minze dabei ist es auch ein super, super geiler Traube Minze, der auf jeden Fall an den alten erinnert, aber ihn nicht komplett ersetzen kann. Es ist halt immer so der Punkt, ne? Ich darf mich halt eigentlich nicht jetzt davon verleiten lassen, das zu krass mit dem alten zu vergleichen. Auf der anderen Seite aber halt irgendwie schon, weil der heißt ja gleich und der ist eigentlich gleich oder er soll gleich sein. Das geht aber natürlich einfach nicht mehr und es ist halt ein neues Ding und das neue Ding ist auch super gut, aber ey,
was soll ich denn machen? Es ist super geiler neuer Tabak. Es ist ein super leckerer schwarzer Traubetabak. Viele sagen, er erinnert ein bisschen an African Queen. Ja, in African Queen ist auch eine sehr dominante schwarze Traube drin. Deswegen verstehe ich, dass das die Leute das sagen. Ist aber halt wieder irgendwie doch was anderes. Also kannst du eigentlich nicht vergleichen, kannst du aber, musst du eigentlich auch erwähnen und so. Aber Leute, das ist ein Durcheinander hier mit diesem Review. Ich glaube, ich habe selten so gestruggelt mit einem Tabak. Nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach nur, weil dieser Vergleich, so sehe ich das jetzt als neuen Tabak oder sehe ich das als den alten Grabmint? Ich weiß es einfach nicht, Leute. Wir machen jetzt einfach weiter, als wäre es ein neuer Tabak, okay? Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Wir bewerten jetzt einfach den neuen Holstertabak. Wir geben dem Ganzen gar keinen Namen. So, mein Vergleich mit dem alten habt ihr gehört. Wir bewerten jetzt einfach den neuen. Schnitt, Feuchtigkeit, Kopfbau, habt ihr alles gesehen. So, Geruch. Und ihr seht es vielleicht, hoffentlich, meine Dose ist auf jeden Fall sehr gut leer. Vielleicht kann ich noch so einen halben Kopf rauskratzen. Wenn wir da drin riechen, was fällt uns auf? Auf jeden Fall direkt am Anfang voll in die Fresse eine krasse, geile, schwarze Traube. Sehr süß, sehr fruchtig und eine leichte frische Note mit dabei. Aber keine krasse. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Booster, also ne, in dem neuen Grabmint wurde halt Booster benutzt, um das Ganze kalt zu bekommen. Nicht wie früher Minze, weil Minze dürfen wir ja nicht mehr seit dem 20. Mai. Ich hätte mir aber tatsächlich ein kleines bisschen mehr Booster hier von Haus aus schon gewünscht. Auf der anderen Seite könnte ich ihn dann nicht mehr so gut mit noch mehr Minze mischen und wäre dann wieder weiter weg von dem alten. Also irgendwie ist es gut. Auf der anderen Seite, wenn ihr das Ding einfach aufmachen wollt und rauchen wollt, hätte ich gesagt, noch ein bisschen mehr Frische könnte da auf jeden Fall gut drin sein. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Ihr habt eine sehr geile schwarze Traube, die schön frisch ist. Also angenehm leicht frisch mit einer sehr, sehr geilen fruchtigen Note dabei. Also von der Traube. Rauchentwicklung gucken wir uns als nächstes an, Leute. Die ist holstermäßig gewohnt, natürlich geil. Der Kopf ist jetzt schon 50 Minuten an. Ich habe zwischendrin noch ein anderes Video gedreht, aber guckt euch mal an, wie der Kopf nach 50 Minuten qualmt. Wunderbar. Ist schon langsam geschmacklich, fällt er langsam ab, finde ich aber nach 50 Minuten auch voll okay. Ich habe mittlerweile 3 kleine Kohlen drin, reichen aber aus, um das Ganze schön auf Temperatur zu halten. So, geschmacklich, Leute, wie sieht's da aus? Sehr ähnlich zum Geruch. Ihr habt eine leichte Frische von Haus aus mit dabei. Ich würde mir aber mehr wünschen für einen fertigen Traube-Minze-Tabak. Die schwarze Traube ist sehr geil und sehr dominant, sehr fruchtig, leicht kühl, frisch. Es ist wirklich eine sehr, sehr nice schwarze Traube. Und ja, ich verstehe, wie gesagt, was die Leute meinen mit irgendwie ist diese Note da so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an African. Wie gesagt, bei African, die Hauptnote, die ihr da schmeckt, ist eben auch so eine würzige, süße, schwarze Traube. Deswegen, es macht irgendwo Sinn, aber auf der anderen Seite sind es halt dennoch zwei Paar Schuhe, so, ne? Aber Leute, long story short, es ist ein sehr geiler Tabak geworden, der ist sehr intensiv, also wirklich sehr, sehr intensiv, nach einer schwarzen Traube schmeckt. Ich bin hart süchtig davon geworden. Wie gesagt, innerhalb von 2 Tagen war meine halbe Dose hier leer. Das heißt, ich habe 100 Gramm, also irgendwie 6 Köpfe in 2 Tagen weggeballert. Ich finde ihn krass. Ich wünsche mir jetzt schon die nächste Dose her. Also es ist ein sehr geiler Tabak geworden. Aber es ist nicht unser alter Grabmint. Dennoch, ich bin auf jeden Fall nicht super enttäuscht, weil ich habe wenigstens eine sehr gute Alternative bekommen. Mit ein bisschen Minze geht es sehr geil in die Richtung. Mit ein bisschen Minze dabei ist es auf jeden Fall immer noch mein Lieblingstraube Minze, zusammen mit dem Black Nana. Aber ich würde sagen, der neue Holster Black Grape, wie ich ihn einfach spaßhalber nenne, mein neuer Holster Black Grape mit ein bisschen Minze, das ist, glaube ich, immer noch meine Nummer 1, was Traube Minze angeht. Ich finde ihn sehr nice. Es ist eine sehr moderne Traube. Und ich bin auf jeden Fall jetzt nicht mehr so super traurig, dass ich nicht mehr an den alten komme. Weil es ist halt einfach so, der alte ist Geschichte, wir dürfen keine Minze mehr benutzen in den Tabaks. Es ist halt einfach so. Und da bin ich wirklich froh drum. Der neue Holzer Black Grape, wie ich ihn ab jetzt nennen werde, ist auf jeden Fall ein sehr geiler Tabak geworden, den man sich ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall häufiger gönnen kann. Und ich glaube, das war es auch mit dem Review, Leute. Ich hoffe, ihr versteht meinen Struggle. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier so krass hin und her mache und dass alles so ein großes Durcheinander ist bei diesem Tabak. So ist es halt, ne? Aber
Guter Tabak, kann man auf jeden Fall machen. Leute, wenn ihr dieses Review gut fandet, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.